Hallo, liebe Freunde des gepflegten rundenbasierten Taktikspielspaßes und willkommen zurück zu Jagged Alliance Rage. Ich habe mal eine kleine Pause gemacht, denn das Spiel macht seinem Namen ja alle Ehre, wie wir beim letzten Mal festgestellt haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten ja das Problem, dass die hier mit einem Granatwerfer rein sind und irgendwo noch ein zweiter Monster-Scharfschütze steht. So, können wir... Irgendjemand ist ja halb tot, ne? War das Vicky? Kann Fidel überhaupt noch was machen? Fidel ist bereit. Fidel ist bereit, finde ich gut, aber er hat leider keine Aktionspunkte mehr. Alles gut. Alles gut, Vicky, dann geh mal dorthin. Hat alles gut. Irgend noch jemand Aktionspunkte? Bereit. Nee. Alles gut. Was ist mit der Rebellen? Nichts. Wer ist das? Los. Was gibt's denn? Wer ist denn das? Das ist der andere Typ. Die haben alle beide keine Aktionspunkte mehr. Gut, ich wechsle jetzt mal die Runde. Diese Plagegeister sind mir jetzt lange genug auf die Nerven gegangen. Wir schalten die Sprinkler ein und spülen sie einfach weg. Ja. Aber Sir, wir haben Männer da unten im Zielgebiet. Ich bin sicher, wir alle wissen ihr Opfer zu schätzen. Das ist ja nett. Okay, jetzt rasten die hier alle aus. Haben wir euch! Oh, Scheiße. Der darf halt da die Granate nicht reinwerfen. Was haben wir? Der ist das mit dem Granatwerfer, oder? Ja, scheiße. Ja, ich verblute. Es kann losgehen. Ja, das ist super, weil erstmal steht. Bereit. Ach, okay, gut. Das kann ich so nicht laden, nicht spielen, weil. Ich habe ja keine Chance zu reagieren. Der Typ kommt angerannt und wirft die Granate. Also das wird auf jeden Fall noch ein riesiges Projekt hier. Und ich muss, glaube ich, vorher 5 Millionen Baldrian-Tabletten nehmen. Weil mich das mega abfuckt. Also das ist echt, das ist ein Pain in the ass. Sie? So, geh mal. Ach, der steht da hier noch direkt alles vor. Gut. Das ist der mit dem Granatwerfer, oder? Shit. Fidel. Ach ja, hier ist der mit dem Scharfschützengewehr. Da habe ich bestimmt Fidel drauf angesetzt. So, mal gucken. Wozu ist diese Alienwaffe gut? Ja, dann, okay. Das war auf jeden Fall wichtig. So, die Frage ist, ob man das nicht hätte mit weniger Schuss machen können. Wer steht denn eigentlich? Wer ist denn das? Vamos! Okay, sie kann ihn treffen, aber das... Was macht sie denn? Okay, ich dachte, sie legt sich jetzt hin, obwohl ich ihr das überhaupt nicht gesagt habe. So, okay. Die Dreckskerle sind zurück. Okay, der blutet. Dann leg dich hin. Bereit. Er sieht komischerweise niemanden. Was gibt's denn? Sie sieht ihn. Und das ist der Typ mit dem Granatwerfer. Bah, 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 bah. Komme ich an den irgendwie ran? Einsatzbereit. So, hier ist... Startklar. Crunty. Leg dich mal hin. Ich habe Angst, dass wieder der Superscharfschütze über die halbe... Bereit.
Ach, sie blutet ja jetzt schon, oder was? Ah, fuck. Hat irgendjemand Verbände dabei? Was gibt's denn? Ah, hier, sie hat Verbände dabei. Okay. Ich würde natürlich gerne auf ihn schießen, das geht leider nicht. Der ist halt wichtiger, das ist das Problem dabei. 100% hast du... Warum? Okay, mit der Waffe hat sie eine geringere Wahrscheinlichkeit zu treffen, aber sie macht, glaube ich, einen Salvenschuss. Schieß mal in die Beine. Okay, das war gut. Bereit! Geh mal dorthin. Ich wurde bereit geboren. Sie hat sogar noch... Warum kann sie jetzt nicht auf ihn schießen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das geht nur mit der Waffe. Okay, warte mal. Das speichere ich jetzt mal. Weil, wie gesagt, der Typ mit dem Granatwerfer, den müssen wir auf jeden Fall wegkriegen dort. 75% für einen Headshot. Komm her. Du schaffst es. You can do it. Fidel ist bereit. Sehr gut. So, Fidel hat nur noch 3 Aktionspunkte. So, Vicky kann nichts mehr machen. Dann, machen wir jetzt mal einen Rundenwechsel. Mal gucken, was passiert. Geister sind mir jetzt lange genug. Ja, ja, okay. Das kennen wir schon. Jetzt ist die Frage, was er macht. Die kommen angerannt. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Jetzt kommt wieder der Superscharfschütze. Mich hat's erwischt. Schießt natürlich 5-mal. Ich kann einfach nur... Ich kann nur applaudieren für diesen... Sorry, aber das ist... Das ist so schlecht, Spiel. Ja. Es ist einfach so schlecht. Also da fühlt man sich von vorne bis hinten verarscht. Warum hat der Superscharfschütze vorhin nicht geschossen, als der Granatwerfer-Typ kam? Warum macht er das jetzt in dieser Runde? Warum macht er das immer genau dann? Also, versteht ihr, was ich meine? Du löst ein Problem und das Spiel denkt sich, okay, du hast das Problem gelöst, aber ey, fick dich, ich gebe dir einfach ein zweites Problem. Die Sache ist nämlich jetzt die, ich muss jetzt hoffen, also wenn ich jetzt mit dem, ich kann jetzt einmal noch zielen, dann verbraucht sie alle Aktionspunkte. Die Sache ist einfach, ich glaube, sie kann, wie viele Aktionspunkte braucht sie, um hier vorzuroppen? 2. Das heißt im Umkehrschluss, ich kann jetzt nicht auf den schießen. Wenn ich aber jetzt wegroppe, dann rennt er hier rüber und wirft die Granate hier rein. Das heißt, die stirbt. Wenn ich aber auf ihn schieße, kommt der Scharfschützen-Heini von hier oben. Das ist also eine Situation, die ich so nicht gelöst kriege. Das ist zum Kotzen. Also, ich probiere das jetzt einfach nochmal. So, Headshot. Werden wir gemein. So, immer mal einen Rundenwechsel. Ja, ja, ja. Ich bin sicher, wir alle wissen, ihr Opfer zu ja, schätzen. Ja, ja, ja. So, jetzt geht das alles an. Der kommt angerannt. Der kommt angerannt. Der kommt angerannt. Und jetzt kommt der Scharfschützen. Pass auf. Sorry, aber das ist nicht Zufall. Das ist kein Zufall. Es kann losgehen. Und das sind Momente in dem Spiel. Leckt mich einfach. Wirklich. Leckt mich.
Mierda! Die Dreckskerle sind zurück! Ja. So. Das ist einfach so dumm. Es ist so maximal dumm. Ich wurde bereit geboren. Fidel ist bereit. So. Naja. Jetzt mache ich den Rundenwechsel. Ja, ja, ja. Bin sicher, wir alle wissen ihr Opfer zu schätzen. Ja, wir wissen ihr Opfer zu schätzen. Die Dinger gehen an. Er kommt an. Kontakt wiederhergestellt. Er kommt an. Jetzt kommt der. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er mit dem Granatwerfer. Pass auf. Er. Ach, diesmal nicht. Okay. Shadow ist bereit. Gut. Von mir aus nehme ich natürlich gerne. So, Fidel. Auf wen kannst du noch schießen? Auf ihn. Wieso kannst du auf ihn nicht schießen? Erstmal speichern wir hier. So, du hast doch eine andere Waffe, oder? Du hast doch das super Scharfschützengewehr. Lol, er hat sogar mit der Waffe ein paar Prozent mehr Wahrscheinlichkeit zu treffen. Er hat am Kopf mehr Schutz als am Körper. Okay, sehr gut. So, Vicky. Nimm mal bitte die Verbände. Und gut, es hat aufgehört zu bluten. Das ist sehr gut. So. Er kann mal aufstehen. So, wir brauchen zwei wieder zum Hinlegen. Dem hab ich's gegeben. Noch einen. So, leg dich wieder hin, mein Freund. Es kann losgehen. So, Shadow. Auf wen kannst du denn schießen? Auf ihn. Ich hätte aber eher gerne ihn. Komisch. Crunty, kannst du... Hier. Ah, scheiße. Einsatzbereit. Okay, ich muss mal was probieren. Nee. Ach, guck mal. Ja, dann jetzt, Alles klar. Ah, das war doof. Er kann sich nicht wieder hinlegen. Ich hatte auch die Anzeige jetzt mich gewundert, warum es immer noch eine Person war, auf die er schießen kann. Aber das hat sich... Hat halt gewechselt. Nur, dass es halt jetzt eine andere war. Das hat man nicht mitbekommen. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit Shadow machen, dass der da... Wenn Shadow der stehen bleibt, kriegt der halt wieder... So, das ist der. Nee, auf den will ich halt nicht. So, was ist denn da jetzt dahin geht? Dann ist es immer noch der. Hier ist übrigens auch nochmal so ein Ding. Wenn das angeht, haben wir echt ein Problem. Das gibt's doch nicht. Okay. Ich lade das jetzt so lange neu, bis ich es hinkriege, den da auf den einen. Auf die, also wir müssen halt diesen Granatentypen rauskriegen. Das ist das oberste Ziel jetzt. Weil wenn der... Er kann immer noch die Granate da reinschießen. Einsatzbereit. So, geh mal. Hä? Was ist denn das? Warum kann er denn auf einmal nicht mehr auf den... Jetzt hat er gewechselt, okay. Er braucht aber tatsächlich alle...
Aktionspunkte jetzt, um auf den zu schießen. Und damit haben wir nicht viel gekonnt, weil dann kommt der Scharfschützen-Heini. Also ich kann es jetzt nur versuchen, ne? Los. Okay. Bringt auch nichts. Dann leg dich wieder hin. Ach, Mist. Haben wir hier noch welche mit Aktionspunkten? Sie hat noch welche. Was ist, wenn sie aufsteht? Die Frage ist jetzt eigentlich... Immer bereit. Vicky hat noch Aktionspunkte. Was ist, wenn Vicky aufsteht? Sie kann auf ihn schießen oder auf ihn. Aber bei allen bleibt... Ja, okay, dann leg dich wieder hin. Dann geh lieber mal dahin. Hier. Also ich tippe drauf... Setz noch eine Ladung ab. Löscht sie aus. Ich ahne jetzt, was gleich passieren wird. Wir müssen unbedingt dort weg, wo Shadow und Crunty ist. Scheibenkleister. Der hat eine Gasmaske. Wir haben keine ABC-Schutzmasken. Aber Sir, wir haben keine Truppen mehr. Die rasten jetzt alle aus. Ich bin getroffen. Lol, die greifen sich gegenseitig an. Ja. Hier ist noch so ein Ding. Hier ist so ein Ding. Oh Gott. Und da ist noch so ein Ding. Alter, wir kommen hier überhaupt nicht mehr weg. So, geh mal. Erstmal speichern wir. Damit wir ein Spiel schon haben von Anfang an der Runde. Was hat das Ding für eine Reichweite? Die Frage ist, ob das auch irgendwann wieder wegfliegt. Oder ob das dauerhaft dann dort ist. So, Crunchy. Start klar. Okay. So, können wir erstmal... Ach Gott, hier ist... Fidel. Lass mich mal... Der hat überall 4er Schutz, dann schieß auf die Brust, dann müssen wir nicht zielen. Haben wir 100%. So. Im Moment. Alles gut. Bereit. Wir müssen hier gucken. Also, ich glaube, dass die Dinger haben halt eine große Reichweite. Hier ist es nicht ganz so schlimm. Und geh mal dahin. So, jetzt steh mal auf. Haben wir sie erwischt? Versucht noch eine Ladung. Oh nee, oder? Wieso ist jetzt ein Rundenwechsel? Ich verstehe das nicht. Ich war aber noch nicht fertig. Ja, egal, die kloppen sich gegenseitig tot. Warum war jetzt ein Rundenwechsel? Habe ich jetzt die falsche Taste gedrückt oder was? Oh Gott, hier kommt ein Supersoldat an. Einsatzbereit. Scheiße. Bereit. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Immer bereit. Shit, das war dumm jetzt. Sie?
5. Wow. Blutet. Sie? Beinfünfzig, 46 in die Beine. Komm, schieß mal gezielt in die Beine. Kontakt wiederhergestellt. Leg dich wieder hin. Das wird jetzt richtig assi hier. Ich wurde bereit geboren. Ja. Haben wir euch. Die war gut. Kannst du noch eine werfen? So, was ist, wenn du noch eine wirfst? Dann brauchst du alle Aktionspunkte. Dann... Ach, guck mal, einer ist davon auch tot. Das ist gut, leg dich mal hin. Jetzt haben wir noch Fidel. Werden wir gemein. Und Fidel sieht gerade gar keinen. Vielleicht mit der anderen Superwaffe? Nee, auch nicht. Dann haben wir jetzt hier noch die beiden. Ja. So. Ach, guck mal, er hier. Dann, sehr gut. Ich würde jetzt gerne noch mal speichern. Wird das weniger? Oh ja, oder? Hier war doch auch schon eine Wolke. Das geht wieder weg. Okay. Es sind noch 7 Feinde. Wir sind im Finale. Mist, da kann er nicht drauf schießen. Los. Also kann er schon, aber verliert er halt, So. Leg dich hin. Einsatzbereit. Das ist halt blöd. Verliert halt mit einer anderen Waffe eventuell. Da brauche ich sogar alle Aktionspunkte. Was ist mit der? Auch. Was ist mit der Granate? Oh, perfekt. Okay, Granate funktioniert. Ich speichere zu oft. Ich weiß, ihr hasst das. Halt, Granate. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, immerhin ein Punkt. So, dann leg dich hin. Worauf warten wir noch? So, Fidel. Fidel hat noch Aktionspunkte zur Verfügung. Aber er sieht keinen Gegner. Das ist natürlich blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Hier sind überall die Säulen gerade im Weg. Was ist, wenn er da runter geht? Auch nicht. Was ist, wenn er dahin geht? Auch nicht. Was ist, wenn er dahin geht? Auch nicht. Gut, dann geh wieder dahinter. Ich habe keinen Bock, dass du von irgendjemandem getroffen wirst. Wir wechseln die Runde. Er steht auf. So, die schlagen sich... Ja, das ist okay. Das können sie weiter so machen. Ja. Dann müssen wir uns... Ziel verloren. Ziel verloren. Oh, shit. Kontakt wiederhergestellt. Nein. Wow, wie dumm, wie bist du? Sie? Und vor allen Dingen, warum? Auf den sind es 30, 40, 50,
Auf den hat sie tatsächlich die höchste Trefferwahrscheinlichkeit. Sorry, aber dann nehme ich den. Prozent in die Beine. Komm schon. So, dann leg dich hin. Was gibt's denn? Warum ist Vicky aufgestanden? Ich muss es nicht verstehen, oder? So, Moment mal. Vicky hat noch eine Granate. Kann sie das auf den werfen? Jawohl. So, dann... Na ja, komm, nimm ihn raus. Obwohl, das war dumm. Das hätte er machen können. Dann hätte es jeder mal auf ihn schießen können. So, dann leg dich hin. Fidel. Worauf warten wir noch? Kann nicht auf ihn schießen, weil der jetzt natürlich unten liegt. Das ist natürlich blöd. So, dann... Shadow ist bereit. Shadow, steh mal auf. Ja, pff, geh mal dahin. Ach, da kannst du auf einmal wirken, okay. Da ist ja auch noch einer. Na gut, nee, dann nehmen wir es mal mit... Oh, die Folge ist schon lange vorbei, lol. 100% 81, so, dann nimm ihn mal raus, bitte. Und dann würde ich sagen, beenden wir dann die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Seid gespannt, wie es weitergeht. Es ist jetzt ein bisschen besser gelaufen. Der Anfang war wieder so ein bisschen pff, aber wir haben noch 4 Feinde. Nimm den Burghof ein. Ich nehme mal an, das wird noch nicht das Ende sein. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen, Tipps in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Jagged Alliance Rage. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.